Was geht ab, Leute? Nerdelet Games hier und willkommen zurück zu Army of Two 3, The Devil's Cartel. Weiter geht's. Wir müssen immer noch Bradley finden. Der hat ja schließlich Cordovas Leben gerettet und Cordova hat gesagt, okay, gehen wir in feindliches Gebiet, suchen meinen Helden. Toll. Jetzt sitzen wir voll in der Scheiße. Dann sind wir auch schon. Cordova ist ja leider wieder... Was ist entkommen? Der ist einfach weg. Wie immer. Go, go, go. Da sehe ich schon ein Arschloch da vorne. Mehrere Arschlöcher auf 12 Uhr. Fuck you! Ah! Fuck yeah. Flankieren! Okay, flankieren. Wenn ich jetzt selber ein Scharfschützengewehr dabei hätte, das wäre richtig übelst geil. Habe ich aber leider nicht. Okay, ich versuche gerade alle Ziele auszumachen, aber ich glaube, wir haben ehrlich gesagt nur zwei. Der eine, der da ballert, und der Scharfschütze. Der Scharfschütze ist der böseste von allen. Oh shit, da drüben. Renn doch zur Deckung! Holy shit. Okay. Muss da hinten, den da hinten kurz einen Prozess machen. Komm schon. Hey, die Panzerfaust ist ausgeschaltet. Oh, schön. Mal, der geht mir auf den Sack. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Core in dem Spiel richtig gut. Sprich, die ganzen Körperteile, die abfliegen und so, das sieht richtig genial aus. Fehlt ein bisschen so in den Spielen. Ich würde es auch begrüßen, wenn es endlich ein Call of Duty geben würde. Vielleicht haben die Angst vor einer Indizierung oder so, keine Ahnung. Ah, ich muss meinem Partner sogar helfen. Hier, Partner! Na komm! Hell yeah, okay. Nimm mir Deckung und baller den ordentlich in die Fresse. Oder in die Eier. Oder einfach mal in die Brust. Pendejo! Arriba! Muchachos, elos tacos. Ich hab keine Ahnung, was ich sage, aber ich find's ultra geil. I need some covering fire! Woo! Oh, das war eine dumme Idee. Oh mein Gott, ich war fast verreckt. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Aha. Einfach darüber laufen. Der ist hinüber. Ah, sauber. Lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Okay. Ruh dich erstmal aus. Ja, dann gib da um. Das räumen wir mal besser aus dem Weg. Ich habe schon so einige Überraschungen erlebt mit so explosiven Sachen im Spielen. Selbst wenn da keine Feinde waren. Ja, oh. Und da creept auch noch einer rum. Holy shit! Wunderbar. Oh, hat irgendwie... Oh, irgendwie so geknackt. Als ob sein Schädel zerplatzt ist. Bradley, gibt's was Neues von Cordova? Bisher nicht, aber aus eurer Gegend höre ich Schüsse. Das dürfte das Kartell sein. Ja. Wir kommen zu dir. Vielleicht begegnen wir ihm. Hoffentlich. Over. Wer auch sonst? Ja, dass der immer so lange braucht. Ach nee, der ist clever. Dem passiert nichts. Egal, wir müssen rüber zu Bradley. Fucking Brecher, friss! Nur Cordova weiß, wo er hinläuft. Was zur Hölle? Ich glaube, die Feinde dahinter habe ich gleich mit ausgeschaltet. Wow, fuck me, wo kam der denn her? Alter Schwede! Gib mir Deckung, ich muss nachladen! Sauber! Ich glaube, der kam ja aus der Seite angerannt. Wie kuppelig der da liegt. Klasse.
Ah, noch so ein Freund. Oh mein, mach mal. Oh, ich wollte den messern. What the hell? Hier haben wir nochmal die Chance. Ah, bam. Okay. Ich laufe schon ein bisschen langsamer und presche nicht so vor, weil die können wirklich von jeder Seite kommen. Ja, damit, Scharfschütze, fahr zur Hölle. Sniper ausgeschaltet. So viele Schüsse im Magazin, das ist echt der Hammer. Trotzdem lade ich irgendwie viel zu oft nach. Fuck hier, Friss. Achtung! Granate kommt! Yeah! Oh, keine Körperteile verloren, what the hell? Ah, ich sollte erstmal stehen bleiben. Das ist immerhin ein Taktik-Shooter. Stehen wir erstmal hier hin. Zum Henker. Jawohl, voll ins Knie. Wo ist der Rest? Ah. Ist ja gut. Oh mein Gott, das ist irgendwie eine Grafik verschmolzen. Halb Steinmensch. Halb normaler Mensch. Komm her. Nächste. Jetzt ist doch noch weg. Genau, krabbel, 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 krabbel. Endlich kommen wir weiter vor. Noch mehr Idioten. Ja, die sitzt. Oh ja. Die haben sogar alle drei erwischt. Eieieiau. Scheißbrecher. Hier ist keine Deckung. Wo ist eigentlich mein Partner? Kraxelt da irgendwo rum. Auch so einer. Oder ist das der gerade? Splittergranate. Okay. Einfach mal ein paar Granaten werfen. Granate kommt. Toll. Schön, dass du rausläufst. Komm, einer noch. Nee, die jagen wir einfach raus. Oh ne, der ist auch schon tot. Kein Kopf mehr, keine Beine mehr. Erinnert mich irgendwie an Fallout. Da sahen die auch immer so verstümmelt aus. Oh, jetzt ist ein Brecher da oben. Da ist eine Panzerfaust. Oh, what the hell? Das ist er verrenkt. Splittergranate. Und schon die zwei da. Wow. Wollte nur zur scheiß Deckung. Scheint so, ob der Brecher verreckt ist. Ah. Ja, so viel dazu. Leck mich. Ich nehme die Seite. Okay, los. Das ist ja der Scheißbrecher. Braucht Hilfe. Mach hin. Oh, der ist stark. Oh mein Gott, da muss ich aber schnell drücken. Immer weiter. Geht doch. Ich muss nachladen. Okay. Wo zum Teufel ist dieser Cordova? Habt ihr gerade Ärger? Nichts Besonderes, nö. Oh, das Übliche. Nein, überhaupt nichts. Bam. Wir sind immer noch unterwegs. Halt durch. Voll hingerichtet. Oh, Granaten hab ich wieder. Granate kommt. Viel Spaß. Oh, richtig aus der Ecke gehauen. Gut so. Granate kommt. Ist doch nicht. Jetzt ist mein Ruhe nachladen. Soll er sich um die Scheiße kümmern? Oh, toll. Ich geb dir Deckung. Ach, super, hat der Overkill aktiviert. Dann zerfetzen wir die mal. Boah, alter Schwede. Bradley, bist du okay? Der Beschuss hält an. Moment. Oh Mann, da ist Cordova. Ah. Ist der bei dir? Und der ja, er ist hier. Cordova, runter. Na, endlich mal was Positives. Sieh zu, dass ihm nichts passiert. Wir kommen. Los, wir müssen weiter. Genau, gib Gas. Oder haben wir den Abschnitt jetzt geschafft? Zurück können wir nicht mehr? Mission fortsetzen, ja. Ah, wir können aufbrechen. Bradley und Cordova warten auf uns.
Da. Entrada. Heißt wohl hier reingehen. Da, Eingang. Da sind die beiden. Und da ist das komplette Scheißkartell. Müssen sie beschäftigen. Einfach mal eine Granate runter. Jawohl. Netter Combo-Kill. Danke für die Hilfe. Wir durchkämmen die Gegend. Vielleicht sind noch welche übrig. Jemand einen Kamm dabei? Warum nicht? Wenn das so einfach wäre wie in Gears of War. Einfach eine Taste drücken und dann hoch. Hm. Ich glaube, wir sollen... Oh, da wären wir sogar runtergefallen. Dann sollen wir gar nicht hier lang. Okay. So geht's natürlich auch. Oh shit. Na, Cajones. Die Geier. Hier mal runter auf die Straße. Keine Musik oder sowas? Oh, what the hell? Wieso machen die von hinten mehr Schaden als von vorne? Und wenn die näher sind, schießen die ununterbrochen. Oh, komm her. Noch einer von hinten. Der liegt noch. Hab ich? Wo ist er denn? Hinter uns. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay. Kannst du laufen? Komm schon, wir bringen dich hier raus. Was zur Bewegung! Die Panzerung ist ja unfassbar! Wir verziehen uns! Cordova! Los! Verdammte Scheiße! Los! 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 Alles umsonst. Bradley wurde richtig heftig überfahren. Hinter feindlichen Linien. Fuck. Und fast ist es uns auch noch erwischt. Ich glaube, wir müssen der ganzen Situation mal eine bessere Maske verpassen. Ja, ab zum Arsenal. Wir holen uns wieder die Smiley-Maske. Oh, das wird nochmal richtig eng. Wann dürfen wir den Vollidioten mal endlich ins Gesicht schießen? Dumm. Okay, Agent. Spezial. Haben wir was frei? Level 11. Oh, die ist immer noch gesperrt, so ein Mist, ey. 25. Oh, fieser Schädel. Auch nicht schlecht. Irgendwie finde ich die Maske auch richtig lustig. Kaufen wir die mal. Ja, passt ziemlich gut zur Situation so. Halb am Lächeln, halb tot irgendwie. Finde ich super. Waffenmäßig und outfitmäßig sind wir eigentlich gut bedient. Es gibt einen heftigen Showdown. Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal gefoltert. Ich bring dich um! Wie
lustig. Denn du hast mich schon mal sterben lassen. Was willst du? Ihr zwei seid die letzten überlebenden TWO-Operatives in La Puerta. Ihr und mein alter Freund Rios. Ist das nicht schade? Ich schwöre, wir haben gesehen, du hast gar nichts gesehen. Du musstest das Mädchen retten. Ist es nicht witzig, dass Bautista großzügiger zu mir war als meine eigenen beschissenen Leute? Wir wussten nicht, dass... Nein, ihr wusstet es nicht. Ihr wusstet es nicht, weil ihr es nicht überprüft habt. Rios hat es für sich verdammt gut gemacht. TWO macht sich besser denn je. Oder machten sich bis heute. Monster! Was war das? Salem, lass ihn in Ruhe! Bautista braucht dich nicht, bis er denkt, dass du dich auf seine Seite schlägst. Das tust du doch nicht. Ich brauche dich nicht. Ich hab diese zwei. Alle Teile fügen sich perfekt zusammen. Du und ich und Rios und das Mädchen, damit sind wir fünf. El Diablo, nos están atacando. Son muchos. Du wirst nur im Weg stehen. Salem! Du bist ein toter Mann, Salem! Ich schwör's! Natürlich. Dunkel hier dran. Ja, stimmt. Suchen wir nach Licht.